Jetzt sieh endlich auf. So, rechts der Wolf. Links der Hammer. Und von oben die Eule. Warte mal, aber wo guckt die Eule hin? Und über uns bewacht Clan Raschka die Hügel. Die Hügel. Okay, ich würde sagen, da unten müsste jetzt eigentlich alles richtig sein. Ich weiß nicht, in welche Richtung die gucken. Das ist mein Problem. Ich weiß nicht, von wo ich raufgucken soll. Das ist mein Problem. Wisst ihr, was ich meine? Was? Die Hügel. Wo sind denn die Hügel? Die Richtung ist entscheidend. So, was ist jetzt hier nochmal? Rechts war... Nee, das ist links. Links ist der Wolf. Warte mal, hab ich... Wo halten denn? So, rechts. Rechts ist der Wolf. Ach, hier. Rechts. Das ist rechts. Das ist der Hammer. Aber was ist denn, wenn ich jetzt so, sag mal, das guckt jetzt hier hin. Und hier der Hammer. So. Links. Hammer. Rechts. Wolf. Da oben Eule. Ja, das muss doch hier... Ich habe keine Ahnung, in welcher Reihenfolge das jetzt hier kommt. Wo das hingucken muss. Wir können uns hier in Tod spielen. Du kannst das interpretieren, wie du willst. Ja, da... Hüpf doch mal mit deinem fetten Arsch darüber. So, jetzt nochmal. Dann sprach ich, meine Augen blicken auf das Schlachtfeld. Also, wo ist denn jetzt das Schlachtfeld? Hier vor uns. Zu meiner rechten Clan Lucin. Lucin. Wolf. Und hält unsere Feinde auf Abstand. Zu meiner Linken dient Bragosch Hammer. Links der Hammer. Uns als Schild und beschützt uns vor unbekannten, unerkannten Gefahren. Und über uns bewacht Clan Ruska die Hügel. Die Bögen in der Hand. Eule. Er musste sich an die Worte erinnern und die Clans und ihre Symbole ins Gedächtnis rufen, sonst würden sich die Tunnel niemals öffnen und Ork-Clans würden fallen. Das durfte er nicht zulassen. Ja, aber in welche Richtung denn? Hier steht's doch nicht. Meine Augen blicken auf das Schlachtfeld. So, das haben wir jetzt schon mal. Wir gucken in die Richtung. So, und jetzt soll rechts. Wir können versuchen, alles Mögliche hier durchzuprobieren. Das ist ziemlich ungenau. So, hier ist der Wolf jetzt. Rechts ist Wolf. Rechts Wolf. So. Links der Hammer. Machen wir das mal so.
Rechts Wolf, links Hammer, oben Eule. Aber in welcher Richtung? Wo, in welche Richtung? Wo sind denn die Hügel? Religion, Elfen. Wo sollen denn hier die Hügel sein? Wisst ihr, was ich meine? Die können überall sein. Noch für Wandgemälde. Kann ich da noch irgendwas drüber? Ich weiß es einfach nicht. Nochmal. Bragosch. Ist links. Hammer. Haben wir. So, Lucin, Wolf, Wolf haben wir. Wolf, Hammer, Eule. Mehr kann doch nicht, mehr ist doch hier nicht, warte mal. Es gibt Belege dafür, dass der Clan später von Clan Morkul aufgenommen wurde. Warte mal, Morkul. Wer ist denn jetzt der Bragosch? Morkul? Wo ist Morkul? Shatul? Morkul, die finde ich hier aber nicht. Haben die irgendwas zu sagen noch? Kreaturen? Tamriel? Triton? Handwerk? Jens wissen wir auf alle Fälle. Die Eule da oben bleibt, aber das hier unten. Ich weiß nicht, in welche Richtung das zeigen muss. Es tut mir leid. Guckt in Richtung Hügel, aber wo sind die Hügel? Wo sind die Hügel? Das muss doch noch irgendwelche Hinweise geben. Warte mal. Kämpft. Wildheit. Und hält unsere Feinde auf Abstand. Der guckt nach vorne. Zu meiner Linken direkt Clan Bragosch. Uns als Schild.
und beschützt uns vor unerkannten Gefahren. Hammer. Warte mal. Guckt ihr woanders hin? Ich weiß es nicht. Ich gucke jetzt nach. Ich kann nicht sagen. Es tut mir leid. Ich habe keine Ahnung, was ich hier machen muss. Ich weiß nicht, in welcher Richtung. Ich kann nur das nehmen, was in den scheiß Büchern da steht. Ich habe auch keine Hinweise. Finde den geheimen Pfad. Ja, schön. Was? So, wir haben hier die Bücher. Wir gehen nochmal alles durch hier. Die Orsinium erbauen. So. Dann geht's ja hier weiter. So, hier steht doch aber nichts. Clans bereiten. Zogen sich in den Tempel zurück. Während die Bretonen schließlich... Breton hatten wir doch auch hier. Mensch, spring doch mal darüber, du. Oh. Die Antwort findet sich in der elfischen Fallen. Ich weiß es nicht, ich weiß es nicht, ich weiß es nicht. Komm, mach auf hier, Internets. Drauf geschissen. So, was haben wir hier? Blut an den Händen eines Königs. Ja, das Holz. Quest verbuggt, alles klar. Ich krieg hier schon wieder einen Föhn hier. Ja, allerdings. Links muss der Tiger sein. Ja, aber wo gucken die hin? Die Eule schaut zu den beiden anderen Säulen. Alter, woher soll ich denn das? Woher? Wer sagt mir denn, dass das die Hügel sind? So, die stehen doch, die gucken doch Richtung Schlachtfeld. Wieso muss die Eule jetzt hier Richtung Dings gucken? Ich verstehe nicht. Und wir hatten doch das schon gehabt, dass die da hingeguckt hat, oder? Tja, da werde ich glatt zum schmächtigen Dunkelelfen. Ihr habt ihn gefunden. Klettern wir in dieses Loch. Ich wusste, dass ihr das schafft. Und nun lasst uns den König aufhalten gehen. Alter, fickt euch doch. So, hier waren wir richtig. Hammer. Links. Das guckt nach vorne, das guckt nach vorne. Okay. Nur die... Wir hatten doch... Nee, geht ja nicht. Sonst wärt ihr aufhören. Aber die Eule, die gucken doch Richtung Hügel. Was ist denn, was sind denn als Hügel gemeint? Wisst ihr, was ich meine?
Das Tor scheint nicht verschlossen zu sein. Geht weiter. Ich bin gleich hinter euch. Verfickte Scheiße, Alter. Ruhe, Häuptlinge! Eure endlosen Zwiste plagen unser Volk schon viel zu lange! Kurok schmäht die Häuptlinge, das werden sie nicht dulden. Ihr schattet euch in euren Festungen ab und fördert so unser selbstsüchtiges Wesen. Wir müssen ändern, wer und was wir sind. Kurok hat recht. Wir werden den Bastard töten, ja? Müssen wir hier lang? Irgendwie ist das nicht. Okay, hier kommen wir nicht lang. Aber hier kommen wir durch. Entzündet es! Also ich fand diese Rätsel recht ungenau, weil du halt keinen wirklichen Anhaltspunkt hast, wo was hinguckt. Wisst ihr, was ich meine? Der Hammer hätte auch jetzt nach hinten gucken können, weil... Die gucken ja auf das, was kommt. Was kommen könnte, auf das Unbekannte. Aber wo sehe ich das? Ich wollte euch als Gleichgestellte ansprechen, doch ihr wolltet nicht hören. Ich bin der Streiterei mit euch müde. Zündet es an! Hoffentlich kommen wir rechtzeitig. Wir haben doch schon ziemlich lange. Oh, wir sind schon bei EN 22. Das wird ja ein Schnitt. Hier lang? Oder ist das hier zu? Ist zu. Okay. Der König nimmt sich unseres Volkes an und ihr brecht ihm das Herz. Wunderbar. Der mörderische König und seine wahnsinnige Mutter. Das wird interessant. So, wir müssen trotzdem hier... Wer kämpft denn da noch? Mein Gott, wo kommt denn der schon wieder her? Haut ab jetzt hier, wir haben keine Zeit. Wir müssen König stürzen. Wo ist denn schon wieder mein Clan-Mann? Ist der denn hier? War der tot? Wir sind ganz in der Nähe, seid auf alles gefasst! Klingt wie damals, als ich in einen Paarungskreis der Imker hineingestolpert bin. Was? Paarungskreis? Fackelt es ab! Ja. Ah, ich hab hier wieder keine Dings hier. Warte mal, ich hab schon wieder... Die Wahl ist ganz einfach. Kniet vor mir als eurem König und Herrscher der vereinten Orsima. Oder sterbt! Wir müssen uns beeilen. Kurok ist kurz davor, die Häuptlinge niederzumetzeln. Naja, ich muss aber hier auch mal kämpfen. Stehen ja alle. Ich hab irgendwie so einen Zeitdruck. So, haben wir jetzt freie Bahn mit Marzipan? Sobald wir drin sind, findet Kurok und schaltet ihn aus. Wir müssen so viele Häuptlinge retten, wie wir können. Wenn wir uns sputen, ist es noch nicht zu spät. Wir müssen dieses Tor öffnen. Hier ist kein Hebel. Der Auslöser muss auf der anderen Seite sein. Geht beiseite und lasst mich mal ran. Macht euch bereit, diese Leute hier rauszubringen. Ihr lasst mir keine Wahl. Euer Tod wird aber die Clans vereinen. Los, mach auf. Ich kümmere mich um die Bogenschützen. Schaltet die Clanshäuptlinge aus! Wir wurden verraten. Verteidigt euch! Bewegung!
Und nun ist der letzte Gast eingetroffen. Evelyn, ich werde euch für eure Untreue... So beeindruckt halte diese Bastarde von doch, das spielt keine Rolle. Meine Soldaten ringen. Geht zurück und hält euch den Wasser. Lasst euch nicht in meiner Abwesenheit umbringen. Die schmutzigsten Verbrecher müssen für ihre Taten büßen. Schwerer als ich werde es mich aussieht. Um euch kümmern. Und zwar persönlich. Na komm schon, du Wichser. Kannst du nur quatschen, oder was? Verbeugt euch vor dem König der Orsiva! Oh, ich Alter. Bedauere all jene, die meiner Herrschaft trotzen wollen. Ah, deine Mutter ist schon mal tot. Mutter? Nein! Ich verlange einen Blutzoll für den Tod meiner Mutter, Fremde. Ich werde auf euren Leichnam spucken! Mach du mal. Mutter, gewähre mir deine Macht. Mögen die Feuer deiner Schmiede die Verräter einhüllen. Alter, mein was Blut ist da? Der Mutter. Ich werde euch alle verbrennen. Nun komm schon. Kriegen wir so. Oh, jetzt muss ich mal. Oh, muss erstmal Fersengeld geben. Wir haben viele der Häuptlinge gerettet, aber es fühlt sich nicht wie ein Sieg an. Oh. Ihr habt tapfer gekämpft. Wacker. Das war möglicherweise die beste zur Schaustellung von Kampfeskunst, die ich je gesehen habe. Ich wünschte nur, wir wären nicht gezwungen gewesen, zu Königsmördern zu werden. Kurok und seine Mutter sind tot. Doch seht nur, welchen Preis sie uns dafür haben zahlen lassen. Welcher Preis? Die ermordeten Häuptlinge. Doch sie sind nur die Spitze von Malakats Hauer. Es werden noch weitere Orks sterben, wenn sie um die Herrschaft über ihre Clans kämpfen und dabei den nahenden Winter vergessen und die drohende Hungersnot. Ich habe genug Tod für zwei Leben gesehen. Wollt ihr damit sagen, wir hätten Kurok an der Macht lassen sollen? Nein. Kuroks gute Absichten verwandelten sich schneller in nackten Wahnsinn, als ein Hawker einen Eimer Fisch verschlingen kann. Es war das einzig Richtige, ihn zu töten. Schlussendlich hat er uns keine Wahl gelassen. Tja. Warum scheint euch Kuroks Tod dann so zu belasten? Wie könnte es mich nicht belasten? Einst war Kurok wie ein Bruder für mich. Er war ein großer Ork, ein Visionär, bevor seine Mutter ihn verdorben hat. Doch meine Stimmung ist so düster wie die eines betrunkenen Dunkelelfen an einem Regentag. Das liegt wohl daran, dass Kurok gewonnen hat. Trotz allem, was wir versucht haben. Was meint ihr? Bitte, genug geredet. Ich möchte eine Weile allein sein, um darüber nachzudenken, was hier geschehen ist und was nun als nächstes kommt. Trefft mich wieder in der Feste. Wir werden dieses Gespräch dort fortsetzen und dann bekommt ihr die gewünschten Erklärungen. Toll, ich habe mir beide Lippe irgendwas aufgerissen. Halt blutet. Möge euer Pfad zur Aschenschmiede von den Feuerschalen der Tapferkeit erleuchtet sein, mein einstiger Klingenbruder. Wie kommt man jetzt hier runter? Hier durch? Sie will ja nicht mit uns reden. Die Clans.
Durch das, was ihr dort drin getan habt, habt ihr euch ihren Respekt verdient. Folgt mir. Ich kann euch zurück zur Feste führen. Der Weg sollte jetzt sicher genug sein. Lasst uns hier verschwinden. Bleibt dicht bei mir und folgt mir. Ah, ihr kommt genau zur rechten Zeit. Wir haben die letzten Vorschrag beseitigt und die verbliebenen Häuptlinge warten darauf, dass ich mich an sie wende. Doch die Nachricht von Kuroks Tod verbreitet sich wie ein Lauffeuer in der Stadt. Ich weiß nicht, wie die Leute auf diese Neuigkeiten reagieren werden. Sind die Vorschrag wirklich besiegt? Nicht ganz. Ich bin mir sicher, es gibt immer noch Gruppen verwirrter Kultisten, die sich irgendwo auf dem Land verstecken. Wir kümmern uns schon noch um sie. Jetzt muss ich erst einmal herausfinden, was wir mit den Clans anstellen, die ihre Häuptlinge verloren haben. Und mit dieser verdammten Stadt. Was meint ihr damit, als ihr sagtet, Kurok hätte gewonnen? Kurok träumte von einer geeinten Nation der Orsima. Eine Nation, in der alle Ork-Clans Schulter an Schulter ebenbürtig neben den anderen Völkern stehen. Trotz allem, was geschehen ist, glaube ich, dass er seinen Willen bekommen wird. Ich bin mir nicht sicher, was ihr damit meint. Inwiefern hat Kurok gewonnen? Alles wird sich zur rechten Zeit klären. Jetzt muss ich erst mit den Häuptlingen sprechen. Ich muss herausfinden, wie wir Ruhe in die Clans bringen können, ohne dass es zu noch mehr Tod und Zerstörung kommt. Falls ihr euch dem gewachsen fühlt, dann hätte ich noch eine Bitte an euch. Was soll ich tun? Ihr seid nach Vrodgar gekommen, um Kurok dabei zu helfen, unser Volk zu vereinen und diese Stadt wieder aufzubauen. Unabhängig davon, wie es dazu kam, ihr habt alles erreicht, was euch der König aufgetragen hat. Jetzt habe ich eine Bitte, sofern ihr bereit seid, den Orks noch einen weiteren Dienst zu erweisen. Quest abschließen. Dieser letzte Gefallen ist eher von einer Ich muss euch noch um einen letzten Gefallen bitten. Aber nicht jetzt. Freunde der Sonne, ich mache jetzt hier wirklich mal Schluss. Der Onkel Buddy hat Hunger. Ich mag Rätsel. Habe ich ja vorhin schon mal gesagt. Aber nicht in dieser Art und Weise, weil, wie ich schon sagte, diese Ausrichtung hätte willkürlich sein können. Man hätte jetzt, trotzdem man weiß, okay, auf der linken Seite ist dit, auf der rechten Seite ist dit und oben ist dit, hätte man trotzdem sämtliche Variationen durchführen müssen, sollen. Und ihr habt ja gesehen, da wurde ja dann, habe ich ja dann schon so Sachen drin interpretiert, ob also dass links vielleicht woanders hinguckt, weil sie das Unbekannte beobachten müssen. Wo ist das Unbekannte? So, er guckt Richtung Schlachtfeld. Von da kommen Leute. Wisst ihr, was ich meine? So, rechts waren ja dieser Wolfsclan, die sich um die Feinde kümmern. Das heißt, er guckt nach vorne. So links waren ja dann halt der Hammer, die das Unbekannte beobachten. Ja, im Endeffekt hat es aber auch nach vorne geguckt. Und wer. Und die Eulen gucken Richtung Hügel. Wo in alle Richtungen hätten die Hügel sein können? Du hättest alles durchprobieren können hier. Also im Prinzip war diese Rätsel Käse. Der Ansatzpunkt ist gut, aber das hätte genauer sein müssen, dass du da in die Bücher guckst. Das hat Spaß gemacht. Du hast das gefunden, was du suchen solltest, aber du hast halt, wie gesagt, die Möglichkeiten wären jetzt schon wieder so ungenau. Tut mir leid. Und dann bist du auch irgendwann dann so, ich sag mal, privat ist das kein Problem, wenn du stundenlang suchen tust, aber hier im Aufnahme ist das natürlich Mist. Man hätte jetzt irgendwo da ein bisschen rumschnibbeln können oder sowas, aber wollte ich jetzt auch nicht. Sowas bin ich eigentlich kein Freund von. Es sei denn, ich bin in irgendeinem Spiel, wo ich dann 20.000 Mal an derselben Stelle sterbe. Dann schneide ich raus. Hatte ich schon damals gehabt bei Last of Us 1. Zum Ende hin. Da habe ich 35 Minuten rausgeschnitten. 35 Minuten eisernet Failen. Und kannst du nicht bringen.
Also da, aber das hier, das sind ja auch Gedankengänge, wisst ihr, die du hast, die euch vielleicht dann auch, ja, mit Sicherheit wird der ein oder andere vielleicht auch hier auf den, also ein paar Mal, so wie ich das mitgekriegt habe, ja doch schon irgendwo zu einer Lösung beitragen. Was ich sehr gut finde, wenn meine Videos zu einer Lösung zu tragen oder beitragen, dann finde ich das immer sehr irgendwie cool. Wo ich dann sage, so, naja, wieder einer, der weiterkommt. Ich weiß, dass man manchmal, also man kennt das ja auch selber vom Zocken oder sonst, aber man ist irgendwann an so einem Punkt, wo du nach einer Stunde irgendwas suchen, dir denkst so, Alter, ich guck jetzt hier im Internet nach, ist mir egal, weißt du? Irgendwo gibt ja Leute, die haben ein Video drüber gemacht, wie sie schon mal weitergekommen sind. Das ist nun mal so. Irgendwann verlässt ihn dann so dieser Enthusiasmus, den man noch hatte, weißt du? Boah, geil, Rätsel lösen und dann habe ich schon mal gehabt bei Deponia. Du rätselst, weißt du, und dann kommst du irgendwie nicht weiter. Du rennst dann im Kreis und dann weißt du nicht weiter und überlegst dann so, was ist das, was, wo, was, wie, was. Und dann guckst du in die Lösung nach und denkst dir dann so, das hättest du niemals rausgefunden. Wie soll man denn auf sowas kommen? Unlogische Rätsel, die nicht zusammenpassen, sind ganz, ganz tricky. Also die finde ich ja richtig beschissen. Randall's Monday soll ziemlich tricky sein, Heike hört. Ich fand das Konzept richtig geil, diese Anspielung an diese ganze Nerdkultur. Aber da sollen wohl die Rätsel wohl richtig heftig und teilweise unlogisch sein. Und sowas brauche ich nicht. Mach knackige Rätsel, die man aber auch lösen kann. Und nicht, dass ich hier, wisst ihr? Ich meine, gut, Point and Click ist ja so, kombiniere alles mit allem, wisst ihr? Finde ich auch ein bisschen schwierig, sowas. Gut, Freunde der Sonne, ich hoffe, das hat euch hier, wie gesagt, ich werde diese Folge hier in drei Teile schnippeln. Weil eine Stunde 38, wenn ich jetzt eine Stunde 40 knapp, und dann kann man das auch schon mal in drei Teile. Ich hoffe, das hat euch hier so trotzdem gefallen. Und wir werden sehen, wie es hier weitergeht. Da muss ich mir auch mal noch raussuchen, was wir als nächstes denn machen müssen, nach Orsino oder nach Wodka. Muss ich nochmal gucken. Irgendwo wurde das schon mal geschrieben, aber ob ich das nochmal auf die Schnelle finde. Freunde der Sonne, haltet die Ohren steif. Es war mir wie immer eine Ehre. Und... Toodaloo!